Einen wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen neuen Video auf meinem Kanal und heute soll es um das Unboxing von Akte X, die neuen Fälle gehen und zwar in der deutschen Fassung, so wie sie aktuell im Handel steht. Wie ihr seht, 22,99 hat der ganze Spaß gekostet, die Wahrheit ist immer noch da draußen. Akte X, die neuen Fälle, sehr kreativ, haben wir hier rechts auch nochmal und hier hinten. Diesen kleinen Text, den wir hier haben, den will ich nicht vorlesen, weil der ist da schon spoilerbehaftet. Sonderausstattung, Audiokommentare zu den ausgewählten Episoden, entfallene Szenen, 43, 45 Making of der Season 10, Season X, Spaß am Set, die wildesten und unheimlichsten Monster der Serie, Akte X, das was? Eine umweltfreundliche Produktion, Kurzfilm Grace von Karen Neeson. Eine umweltfreundliche Produktion? Ich habe in irgendeiner Szene einen Helikopter gesehen. Na gut, Season X. Was sagt uns das? Nüscht. Untertitel Deutsch, Französisch, Englisch und Hörgeschädigte. Okay, dann machen wir hier mal das Blu-ray-Bändchen auf. Blu-ray-Disc-Bändchen. Ja, ich glaube, da kommt nicht viel zustande. Gucken wir mal, ob wir eine kleine Überraschung erleben. Machen wir das ganze Ding mal auf. Und da-da-da, es sind tatsächlich zwei Discs mit den 6 Episoden. Also ich gehe mal davon aus, dass die Qualität sehr hochwertig sein wird. Alter. Also die Hülle macht schon mal was her. So. Akte X, Kaufverwirrung, kein Verleihrecht. Wann habe ich denn das letzte Mal gelesen? Haben wir hier so einen Schädel, sage ich mal, mit so einem Röntgenschädel von einem Alien. Und auf der anderen Disc ein verwaschenes UFO. Und diese Disc ist, glaube ich, komischerweise ganz anders eingeheftet als die zweite. Viele Überraschungen haben wir nicht. Leider kein Wendecover, nichts, gar nichts. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Und was mir mal aufgefallen ist, Akte X wird ja auch in der Box vertrieben. Und da ist schon so ein Platzhalter für die Blu-ray-Hülle drin für die 10. Staffel. Aber, um ehrlich zu sein, glaube ich, ist die ein bisschen fetter als die anderen Blu-ray-Hüllen. Okay, das war es auch schon mit diesem kleinen, süßen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klar, viel kam nicht bei rum. Aber vielleicht habt ihr ja auch Bock, euch das zu kaufen. Oder sagt euch, ey, ich warte wieder mal auf eine Special Edition, wo alle Staffeln drin sind. Dann ist das auf jeden Fall nichts für euch. Das ist nicht mehr als Disc und Hülle. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.